Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Badezimmer angelangt. Also heute geht es um das Thema Badezimmer, um das Thema Badezimmer und nach wie vor Beleuchtung, weil wir wollen ja alles beleuchten. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an das Badezimmer, wie es damals aussah, als es noch nicht so weit fortgeschritten war wie jetzt. Wir sind also hier in diesem Bereich des Waschtisches. Wir haben hier den Bereich. Ja, die Toilette sieht man noch nicht, ne? Das kann man noch nicht sehen, aber den Spiegelbereich kann man hier sehen. Und der Timo will uns heute auf etwas hinweisen, was sehr wichtig ist, wo ich eigentlich ja, wesentliche Funktionen im Badezimmer haben kann. Ja, genau. Und zwar gehen wir da ein Stockwerk tiefer im Bad, nämlich unter den Waschtisch. Unter den Waschtisch, genau. Wir sehen hier zwei Einbaudosen, Hohlwand-Einbaudosen. Und aus der einen kommt eine KNX, ne, die grüne Leitung, heraus. Und in der anderen ist eine 230 Volt-Versorgung. Ganz wichtig, die beiden Kabel haben nichts gemeinsam in einer Dose verloren. Ja, die Idee hinter dieser KNX-Leitung an der Stelle ist, zum einen könnten wir hier zum Beispiel einen Feuchtigkeitssensor anbringen, der eine Leckage unter dem Waschtisch detektiert, wäre eine Smart Home-Anwendung. Wir setzen dieses Kabel hier aber ein für einen Präsenz- bzw. Bewegungsmelder, und zwar für das Nachtlicht. Unter dem Waschtischmöbel, was wir hier installieren, wird eine LED-Leiste angebracht, mit ganz warmweißem und sehr, sehr geringer Intensität ausgestatteten Lichtquelle, einer LED-Lichtquelle. Und der Präsenzmelder soll uns zeitgesteuert aus dem KNX-System nachts hier ein Orientierungslicht anschalten. Das heißt, wenn ich nachts zur Toilette gehen möchte, damit ich nicht wieder komplett wach bin, geht über diesen Präsenzmelder, wenn ich ins Bad hereinkomme, diese LED-Leiste unterm Waschtisch an und gibt mir ein Orientierungslicht. Thema Nachtlicht. Also das heißt, ich werde das über eine Zeitschaltuhr abfangen und über eine gewisse Logik, die ich da brauche. Ganz genau. Also es geht darum, wir werden hier wahrscheinlich 23 bis 6 Uhr morgens einstellen, dass der Präsenzmelder diese Leuchte einschalten kann. Jetzt haben wir natürlich was genannt, was später noch in Beiträgen kommen wird. Das Thema Logik. Das Thema Logik kann ich auf verschiedene Art und Weise lösen und brauche ich auch, ne, immer dann, wenn dann bestimmte Ereignisse eintreten. Also wenn es die und die Uhrzeit hat und den Helligkeitswert hat, dann macht eine Logik Sinn. Aber wie steuere ich das Ganze? Ich glaube, da müssen wir nochmal einen extra Beitrag machen. Logik kann ich ja hardwaremäßig machen oder dann auch das Thema Home Server. Auf jeden Fall. So, ein weiteres Thema im Bad ist natürlich die Beleuchtung am Spiegel. Nicht nur für die Damen, auch wir Herren brauchen natürlich zum Rasieren ein bisschen Licht. Und da ist es ganz wichtig, dass das Licht nicht blendet, dass es aber ausreichend hell ist und im Idealfall natürlich sogar in der Lichtfarbe steuerbar. Damit können die Damen dann das Make-up entsprechend der jeweiligen Sonnenlichtcharakteristik einstellen und sehen, wie sie unter natürlichem Tageslicht tatsächlich aussehen. In dem Fall hier ist es jetzt so, dass wir hier einen planen Wandspiegel bekommen, also keinen Spiegelschrank, sondern einen wirklich plan auffliegenden Spiegel. Und wir haben uns hier entschieden, ein Lichtsegel einzubauen der Firma Kiteo. Die Leuchte wird Liquid genannt und ist praktisch hier oben direkt über den Spiegel eingelassen und wird über diese Leitung hier versorgt. Auch die Liquid-Leuchte ist eine funkferngesteuerte Leuchte über Zigbee-Protokoll und kann sowohl in den Farben wie in der Intensität eingestellt werden. Darf ich dich was fragen, Timo? Selbstverständlich. Lichtsegel, also ich kann mir den Spiegel ja hier über die gesamte Breite vorstellen, ne? Hier, es ist alles Spiegelbereich hier. Richtig. Da brauche ich ganz schön Lichtleistung, oder? Was habe ich denn da? Ist das ein LED-Strip oder was steckt da? Also vom Prinzip her steckt in der Leuchte ein LED-Stripe, aber ein sehr spezieller. Und Lichtsegel deswegen, weil wir davor eine optische Glasplatte haben, die das Licht praktisch vom Stripe nach vorne bringt und über die Glasfläche nach oben und nach unten abgibt. So Das Licht, wie ist ein Lichtleiter. ganz Kannst du genau das wie ein machen? Lichtleiter. Und durch das, dass wir diese Platte in einem satinierten Charakter einsetzen, haben wir ein ganz diffuses, weiches Licht, sodass im Gesicht keine Schatten auftreten und die Augen auch nicht geblendet werden. Ist ja auch für uns Männer gut, oder? Absolut. Die Frage, die sich mir stellt, wann werden wir soweit sein hier?
Das wird in den nächsten 2-3 Wochen der Fall sein, dass wir die Leuchte hier montieren. Okay, das schauen wir uns dann an, wenn es fertig ist. Genau, das schauen wir uns an und dann wird vielleicht auch die Sauna fertig sein. Na, das wird Spaß. So, wir befinden uns jetzt im Bereich der Dusche mit einer Nische zur Ablage von Seife und dergleichen, Shampoo. Hier ist es natürlich gestalterisch ganz schön, wenn wir hier auch Licht einsetzen. Wichtig in der Zone ist, wir befinden uns in der Duschkammer, das heißt, hier muss mit Sicherheitskleinspannung galvanisch getrennt vom 230 Volt Stromnetz gearbeitet werden. Das ist der Job des Elektrikers, das hier entsprechend so vorzusehen. Wir haben hier in der Ecke kommt schon ein Kabel heraus, da werden nachher dann 24 Volt Sicherheitskleinspannung anliegen. Und hier unten drin, über die gesamte Länge, wird eine LED-Leiste installiert, die in der Farbe wieder steuerbar ist. Und damit ein wunderschönes Gestaltungselement, ein so hochwertiges Bad mit so schönen Marmorplatten auch richtig in Szene zu setzen. Wo ist denn jetzt das Licht? Also wir haben zwei Lichtpositionen für die Dusche hier. Zum einen die Nische und wir haben hier oben nochmal einen Deckenspot eingelassen. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, geht denn das in der Dusche überhaupt? Wir sehen hier an der Leuchte, die schimmert hier vorne dran so ein bisschen bläulich. Da ist noch eine Schutzfolie drauf. Und zwar haben wir der Leuchte vorne eine Acrylglasplatte mit reingegeben, sodass dort ein Spritzwasserschutz vorhanden ist. Prinzipiell, weil wir oberhalb von 2,25 Meter sind, brauche ich an der Stelle keine besondere Schutzmaßnahme nach Norm. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, vor allem wenn kleine Kinder im Haushalt sind und eine Duschbrause, die man in die Hand nehmen kann, da ist, da oben vielleicht einen Spritzwasserschutz zu installieren. Ich finde das lustig, wie du die Norm betonst. Naja, es geht um elektrische Sicherheit. Wir sind im Bereich, wo es Wasser, wo Wasser auf Strom trifft und deswegen ist das hier sicherlich sehr speziell und extra zu beachten. So, und das war jetzt alles, was das Bad anbelangt, das Bad im Obergeschoss. Vielleicht habt ihr ein paar Beispiele gesehen, vielleicht habt ihr auch ein paar Sachen gesehen, wo ihr sagt, Mensch, darauf muss ich achten. Und vielleicht hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Das hoffen wir sehr. Weil den nächsten Beitrag gibt es ganz bestimmt. Richtig. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Was mir noch ganz wichtig ist, euch zu sagen, ist, dass die Planung und die Konzeption, ich meine, wir werden immer wieder auf dieses Thema eingehen, dass die Planung und Konzeption am Anfang ganz, ganz entscheidend ist, um spätere Probleme, die teilweise nur schwierig lösbar sind, Unzulänglichkeiten oder die gar nicht mehr lösbar sind, zu vermeiden. Und gerade wenn wir von der vernetzten Konzeption ausgehen, also wirklich von der vernetzten, gewerkeübergreifenden, bereicheübergreifenden Planung, ist es ganz wichtig, sich viel Zeit zu nehmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal an dieser Stelle sagen, weil wir sehen es ja jetzt auch im Bereich Licht, dass man ja immer noch vielleicht ein bisschen mehr nachdenkt und sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass sich das später auszahlt. Und das, damit alle Gewerke miteinander Kontakt haben, das heißt also, dass die Beleuchtung und die Heizung und die Belüftung und die Verschattung in Abhängigkeit der Anwesenheit der Bewohner, dass das alles schön später auch als Funktion realisiert werden kann, ist es wichtig, in der Planung die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Und das begegnet uns ja fast jeden Tag, dass wir immer wieder sehen, naja, da hätte man vielleicht noch einen Tick mehr machen können. Da kann man noch ein bisschen das Ganze besser machen. Und auch das Thema, was wir immer sehen, wir arbeiten jetzt in der Beleuchtung mit einer Funklösung. Das muss nicht unbedingt eine Funklösung sein. Das ist noch viel besser, wenn ich von Anfang an mit einer Verkabelung das Ganze vorsehe. Also hier in unserem Fall ist das jetzt nicht mehr möglich, deswegen müssen wir auf Funk zurückgreifen. Das war es nochmal zu dem Thema Beleuchtung. Das nächste Mal seht ihr mehr zum Thema Heizung. Bis dahin bleibt dran und viel Spaß bei eurem eigenen Bauvorhaben.